Alright, alle Systeme online sozusagen. Dann sage ich hier an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Workshop am 12. Januar. Ich grüße euch ganz herzlich, ich freue mich, dass ihr so gut dabei sein seid, dass ihr mir auch das Feedback gebt, dass ich gut zu hören und auch das Bild zu sehen ist. Darum soll es ja heute gehen. Und ich habe direkt mal hier unsere Eventseite aufgerufen, JFD-Workshop. Da werden wir auch jetzt in den nächsten Monaten mehr und mehr noch einsetzen. Wir haben ja hier unsere Livestreams, unsere Webinare, die wir hier sozusagen in Englisch und Deutsch darstellen, auch dann zukünftig sogar in Italienisch, Französisch und auch Tschechisch. Also es geht hier weiter nach vorn. Neben dem dann auch hier in der nächsten Woche noch ein anderes Highlight. Seid da mal gespannt, was ich da in meinem Stream hier auf Guidance posten werde, beziehungsweise was es da für eine heiße Neuigkeit gibt. Ja, heute aber eben das Thema JFD Workshop. Wir wollen ein bisschen Education machen, uns ein bisschen weiterbilden und der ein oder andere wird ja wissen, dass ich hier zum Beispiel am 10.01. Euro-US-Dollar analysiert habe, hier praktisch mit der Annahme, dass Euro-US-Dollar hier sich nach oben schrauben könnte. Das war hier 9:30 Uhr zum JFD-Devisenradar und da war eben bei 1,1950 rund, hier die Pipette, das ist die fünfte Nachkommastelle. Lassen wir jetzt mal grob weg. Und da war eben die Idee, dass es nach oben laufen könnte. Woher kam die Idee? Aus dem Forex Bull. So heißt das Tool an dieser Stelle. Und das ist praktisch ein Pattern-Tool, was anhand der FTSE-Vektorlogik funktioniert und hier sozusagen eben Ideen auswirft, die einem hier Chancen am Markt bieten können. Wohl bemerkt bieten können, wir arbeiten auch hier im Rahmen der Wahrscheinlichkeiten, der Wahrscheinlichkeitstheorie. Das heißt, ihr seht es ja auch hier beim Prozentwert 60,2. Das sind keine 100%. Es gibt aber auch Pattern, die, wenn sie jetzt, sage ich mal, 10 Mal aufgetaucht sind, erst 15 Mal, tatsächlich da auch nur 100% stehen haben. Aber dass etwas immer und hundertprozentig funktioniert, ich glaube, das wissen wir im evolutionstechnischen Umfeld auch, dass das natürlich eine reine Illusion ist. Letztlich ist es aber hier ein Hilfswerk, um an den Märkten zu arbeiten. Ich kenne das Tool schon sehr, sehr lange, habe mir da auch schon immer verschiedene Gedanken gemacht, wie man das noch umsetzen könnte oder auch noch mehr transportieren könnte. Da laufen die Entwicklungen weiter, weil auch dieser Prozess hier als solcher auch zu Teilen automatisierbar ist. Gut. Aber heute soll es ja mehr darum gehen, wie die Funktionsweise vom Vector Bull eben funktioniert. Und ja, am 10.01. hatten wir hier die Annahme eines bullischen Setups und heute wissen wir, der Euro steht aktuell bei 1,2135, hat sich also auch direkt an dem Tag schon weiter nach oben bewegt. Ich gehe mal kurz auf das Währungspaar eben mal hier schlank ein auf Euro-US-Dollar. Schauen wir uns doch gerade mal den Stundenchart an. Lup, da ist er. Heute ohnehin stark nach der gestrigen Stärke. So, und hier ist das Chartbild vom letzten Male. Ja, fast wie von mystischer Hand gab es dann hier am Vormittag eben hier diese Monsterkerze, wo der Markt hier sehr dynamisch nach oben gelaufen ist und ja, schlussendlich direkt einen Ausbruch vollzogen hat im übermäßigen Maße. Ja, wie schnell das erreicht wird, das Level, da kann man am Ende des Tages eh nie genau wissen, aber hier 1,2018 war dann tatsächlich nahezu getroffen. Das Ziel, es ist schön, wenn es so punktuell dann tatsächlich hinhaut, aber grundsätzlich muss man eben sagen, die Idee dessen kam anhand einer statistischen Auswertung. Und da wollen wir jetzt auch mal einsteigen sozusagen ins Thema. Es gibt, wie gesagt, auch B-Setups. Ja, da kommen wir auch im weiteren Webinar dazu hin. B-Setups heißt, wenn das das A-Setup, also das präferierte Verlaufsszenario ist, dann ist das gut. Auch gerade, wenn der Preis eben bei bullischen Setups oberhalb des Pivotpunkts ist und bei bärischen Setups dann unterhalb des Pivotpunkts. Das sind zwingende Voraussetzungen, damit diese Setups funktionieren. Aber ansonsten natürlich muss man ganz klar sagen, hat man hier sich immer den Wahrscheinlichkeiten sozusagen hinzugeben. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. So, deswegen starten wir jetzt einfach mal durch mit einer kleinen Präsi, um sie sozusagen ein Stück weit abzuholen. Und da gehe ich jetzt mal hier in die klassische Beschau. Fragen können Sie jederzeit stellen an der Stelle. Und das ist natürlich auch das, wo wir hier ein bisschen interagieren können. Wenn Ihnen da irgendwas auf der Seele brennt, lassen Sie es mich wissen. Gut, jetzt müssen Sie den Slide sehen. Da geht es im Prinzip hier auch erstmal darum, statistischer Trendhandel bietet Vorteile. Ich gehe jetzt heute nicht auf das Seasonal Trading an, was praktisch auch ein bisschen der Ursprung dessen ist, aber wir holen uns sozusagen mal ein Stück weit rein ins Thema dessen,
wie überhaupt die ganze Idee zustande gekommen ist, auch eine solche Möglichkeit zu nutzen. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns jetzt entlang hangeln. Weil auch Seasonal Pattern, das werdet ihr auch wissen, verfolge ich ja auch mit verschiedenen Tools. Das ist nicht die Fuzzy-Vektor-Logik, aber hat im Prinzip auch einen ähnlichen Hintergrund. Denn nämlich hier die Finanzmärkte, Börsen und internationale Zahlungsströme sind letztlich alles Zahlen. Die kann man analysieren. Kurz zu mir, der ein oder andere wird mich sicherlich kennen. Ich hoffe auch, wir haben uns schon mal getroffen hier und da. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist praktisch hier diese Werkzeuge, welche ich seit längerer Zeit schon im Fokus habe. Das ist eben Saisonalität, Zyklen und die Fuzzy-Vektor-Logik, die neben klassischer technischer Analyse, Pattern, klassischer Natur, Fibonacci und was es nicht alles gibt, eben hier durchaus einen gewissen Charme eines zusätzlichen Tools bietet. Und das ist eben hier heute der Schwerpunkt. Faktisch, oder will ich Sie eben ein bisschen abholen in Sachen der Thematologie, Agenda, Ursprung und Ideen, darum geht es, saisonale Tendenzen und ihre Macht, und das werden wir dann relativ schwuppsdiwupps überspringen, um dann hier die Kombination dieser in Form der Fuzzy-Vektor-Logik heute eben auseinanderzunehmen, damit man hier ein Stück weit versteht, worum es da geht. Es bleibt aber immer noch ein Stück weit abstrakt, aber ich versuche es Ihnen weitestgehend verständlich zu übermitteln. Schauen wir mal. So. Frage vom Jens, welche von den vielen Pivot-PP ist gemeint? Ja, also orientieren sollte man sich hier auf jeden Fall, wenn ihr unsere MetaTrader-Plattform nutzt. Wir arbeiten hier anhand GMT, Greenwich Mean Time, Londoner Zeit. Und da die Pivot-Punktberechnung sozusagen für den aktuellen Handelstag verwenden. Wenn sich es um eine Stunde verschiebt, in der Nacht beispielsweise aufgrund einer anderen Zeitzone, dann ist das meines Erachtens auch keine Abweichung von mehr als 3 bis 4 Pips. Und der Vektor Bull arbeitet ja mit einem Pattern pro Währungspaar pro Tag. Und da kommt es jetzt auf 1, 2 Pips mit Sicherheit nicht an. Aber man muss natürlich auch hier beachten, da gehe ich nochmal kurz raus aus der Geschichte hier, Moment, dass auch hier zum Beispiel bei diesem Pattern eben interessant war, dass wir hier auch die Hochs der Asia-Session überwunden hatten. Ja, also ein Stück weit technische Analyse oder Know-how dessen, wie man hier vorgeht, um ja sein Entry zu finden, ist halt der Pivotpunkt, aber auch natürlich technisch gesehen, wenn man hier eine Abwärtstrendlinie hat, ein Widerstandsniveau, wenn es von einem Long-Setup geht. Also zusätzliche Parameter zu finden, um hier ja, den Einstieg sozusagen auch zu untermauern. Ja, bullischer Wochentag kommt auch noch dazu. Die reine Grundidee von diesem Forex Bull ist die, dass wenn der Wochentag nicht im Einklang des Patterns steht, sozusagen auch hier gar kein Trade erfolgt. Das muss man auch an der Stelle sagen. Da gibt es eben verschiedene Kriterien, die man sich zusammenbauen kann oder die man als Vorgabe letztlich hinnimmt. Grundsätzlich wichtig eben hier, sich da seinen Baukasten zusammenzustellen. Und wie ich das eben mache, kann ich euch heute hier mal im Prinzip erläutern. So, dann fangen wir jetzt eben mal an, ins Detail zu gehen. Und zwar hier konkret weiter mit dem Slide der Agenda. So. Genau. Vorab die Frage, das möchte ich an dieser Stelle vielleicht doch nochmal machen, um ein bisschen Interaktivität zu schaffen. Saisonale Tendenzen. Was könnt ihr euch darunter vorstellen? Einfach mal jetzt hier freien Mutes reinschreiben, was euch da so durch den Kopf schießt. Saisonale Tendenzen. Ja, falsche Antworten gibt es nicht, also insofern feel free. So, leichte Zurückhaltung, obwohl wir ein gut besuchter Raum sind. Jawohl, jetzt kommt's. Brauchen wir eine Zeit, gar keine Frage. Ah, haben wir auch noch einen Scherzkeks dabei. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja, Volltreffer an der Stelle. Aber Jahreszeiten, wiederkehrende Bewegung, richtig Erntephasen, Robert, richtig Günther, jawohl, statistische Auswertung, richtig, richtig. Geht genau in die Richtung und deswegen hier nochmal so ein kleines Sammelsurium. Grundsätzlich zyklisches Verhalten, saisonales Verhalten, Kalendereffekte, ja, Wochentagsstärken, das sind also alles, und das hatte ich auch gerade hier im Fragebogen sozusagen schon gesehen, alles Effekte, die einen generellen Wiederholungscharakter aufweisen. Ja. Also generell Wiederholungseffekte diverser Art, und diese sind es, die hier im Fokus stehen. Und hier steht ja jetzt, wir beschränken uns zunächst auf saisonale Tendenzen. Da zeige ich Ihnen auch mal, wo das eigentlich grundsätzlich herrührt. Denn am Future-Markt, und da kommen wir gleich zum nächsten Slide, sind saisonale Tendenzen, und Robert schrieb es auch gerade, Winterheizöl zum Beispiel oder Erntephasen, eine völlig normale Vorgehensweise, um hier den Markt, die Marktpreisbestimmung sozusagen ein Stück weit
in den Fokus zu nehmen. Also es gibt eben hier die Effekte der Ernte- und Wetterphasen ganz klar, die hier gerade am Agrarmarkt, am Futuremarkt, am Rohstoffmarkt sehr, sehr wichtig sind und auch immer wieder natürlich zyklisch bedingt von Relevanz sind, auch wenn man jetzt feststellen darf, dass sich in den letzten 100 Jahren das Wetter hier und da dann doch schon geändert hat. Das heißt natürlich auch, solche saisonalen Muster und Pattern sind eben nichts, was immer hundertprozentig funktioniert, beziehungsweise auch immer eben den Garant des Erfolgs mit sich bringt. Man muss das auch hier, wie generell an den Märkten, natürlich auch mit dem richtigen Chance-Risiko-Verhältnis-Parametern besetzen, um daran überhaupt partizipieren zu können am Ende des Tages. Ja, aber saisonale Tendenzen, Ernte-Wetterphasen, Nachfragephänomene, das ist auch ein wichtiger Punkt, wie hier die Hochzeitssaison oder Season in Indien oder die bekannte und auch wirklich immer wieder zutreffende Jahresabschlussrallye an den Märkten. Ja, also sprich jetzt hier Oktober, November, Dezember speziell, sehr bullische Effekte, die sich hier sozusagen wiederkehrend spiegeln lassen. So, und diese Effekte sind es letztlich, wo man dann darauf aufbauend eben verschiedene Daten ziehen kann und eben dann daraus auch seine Anlageentscheidung trifft. Und das ist eben hier summa summarum genau das, worauf es am Ende dann ankommt. Okay, dann würde ich mal sagen, jetzt wäre der Punkt, wo wir so langsam in die Seasonals einsteigen. Das wollen wir aber an der Stelle nicht machen. Ich würde vorschlagen, wir starten mal direkt in die Welt der FTSE-Vektorlogik. Dazu mache ich den Slide nochmal kurz auf. Suche mir den richtigen Start-Step. Wer von euch übrigens in Sachen Seasonals da noch Interesse auch hat, auch hier sicherlich in Kürze wieder mal ein schöner Workshop zu dem Thema. So, dann starten wir. So. So. Jetzt haben wir es gesucht und gefunden, wie es so schön heißt. Auch noch ein kleiner Risk-Disclaimer, weil es so schön ist. Dann würde ich sagen, starten wir mal los. Handelsentscheidung, ich lese auch gerade hier Anlageentscheidung oder nur Filter. Auf was bezogen? Nochmal die Frage speziell spezifizieren. Also FTSE-Vektorlogik oder auch saisonale Tendenzen sind letztlich eine Hilfe für die Anlageentscheidung und filtern sozusagen natürlich aus dem Universum verschiedener Anlagevehikel, Assetklassen, interessante Chancen heraus, auf die man sich dann fokussieren kann, vor dem Hintergrund eines statistisch saisonalen Vorteils. So, und da sind wir jetzt hier auch schon wieder beim Thema, bei der etwas vielleicht auch schon wieder abstrakt wirkenden, klingenden FTSE-Vektorlogik. Genau, was ist das? Das ist ein Gimmick praktisch in Anführungszeichen, also eine Entwicklung, die sich hier abgezeichnet hat, ja, im Zuge auch der künstlichen Intelligenz, des Machine Learnings. Da ist ja auch unser werter Dr. Stefan Friedrichkowski sehr schön am Start, macht er ja auch hier Workshops bei JFD immer wieder, wenn es ums Thema Algo geht, algorithmische Entwicklung. Große Themen, große Felder. Und die FTSE-Vektorlogik, um es mal so greifbar zu machen, ist ein Ansatz aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. So, FTSE bedeutet also eine gewisse Art von Unschärfe, die man hat. Also ich will mal sagen, so eine graue Zone. Ja, und während es eben hier klassische mathematische Wahrheitswerte gibt zwischen 0 und 1 jetzt zum Beispiel, ja, dann ist es eben bei der FTSE-Logik so, dass man hier die Dezimalwerte noch dazu nimmt, um hier so eine gewisse Unschärfe zu schaffen. Also 0,0 XYZ bis eben 1,0 XYZ. Ja, und da gibt es jetzt eben so ein kleiner, so eine kleine Unschärfe, so eine gewisse, sage ich mal, Grauheit am Horizont, die sich eben hier ergibt aus einer Sammlung von Daten, die man in einer gewissen Art und Weise dann eben quantifizieren muss und qualitativ dann auch separieren muss. Ja, das gibt es auch bei YouTube unzählige Videos, wo das mit Autotechnik, mit Sport sogar verglichen wird. Ja, man hat zum Beispiel ein Basketballteam, ja, das ist praktisch das Setup als solches. Und dann hat man in dem Team einzelne Player mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und das sind dann sozusagen die einzelnen Stellschrauben. Und das alles zusammen ergibt eben eine gewisse Mannschaftsunschärfe. Aber man kann eben charakterisieren, spezifizieren, wo Vorteile und Nachteile liegen. Und
Letztlich ist es so, dass die Fuzzy-Vektor-Logik hier eben versucht, mit dieser Unschärfe eine Überführung zu schaffen, um hier gewisse Messgrößen darzustellen. Und wenn man das auf die Finanzmärkte und Zahlen bezieht, dann versucht man eben hier eine Summe aus Daten sozusagen auf den Nenner zu bringen und da wiederum Wiederholungseffekte sozusagen zu finden. Und hier kommen wir jetzt dann mal weiter. Ich glaube, ich habe es auch hier genauso beschrieben, dass man der Fuzzy-Logik als grundsätzliches, siehst du, da muss ich gleich nochmal einsteigen, hier praktisch aus einer Mustererkennungstheorie herkommt, beziehungsweise aus dem Metier der Regelungstechnik. Also jeder von Ihnen, der da wahrscheinlich auch aus nicht dem Finanzmarktbereich kommt, sondern hier eben aus Qualitätskontrollen, Expertensystemen und dergleichen, der wird schon mal auch mit dem Thema aus konfrontiert worden zu sein. Die meisten Anwender von Fuzzy-Controllern wissen hier sozusagen die Funktionsweise dessen anzuwenden, aber das Feld als solches war im Prinzip die Regelungstechnik im Ursprung. Und ihr seht es hier unten. Die Bedeutung hat sich auf viele weitere Gebiete erweitert und eben auch, sage ich mal, ausgedehnt und ist auch im Zuge dessen, dass man auch noch für verschiedene andere Systeme hier die Fuzzy-Vektorlogik heranzieht und auf die Mustererkennung bezogen, ist es jetzt so, dass man damit die technische Analyse, Schrägstrich hier untergeordnet, die entsprechenden Bars, Schrägstrich Candlesticks als, wie ich vorhin schon sagte, von einem Mannschaftsteam, Teamplayer gesehen, Parameter hernimmt, um eben gewisse Stellgrößen zu identifizieren. Was man so aus der technischen Analyse klassisch kennt, ist ja zum Beispiel die Formation einer Hammerkerze, ja, oder eines Candlestick-Musters oder eben hier gewisse Parameter, die auch im Zuge der technischen Analyse entwickelt wurden. Die Fuzzy-Logik geht da schon ähnlich ran, aber macht das im Prinzip eben noch auf eine andere Art und Weise, wie wir gleich sehen werden, denn da gibt es eben hier durchaus noch ein Stück weit mehr, wie die Fuzzy-Vektorlogik vorgeht, um eben hier die Erkenntnis zu finden, hey, das ist ein Pattern, was ich hier nutzen kann, beziehungsweise was einen statistischen Erfolg bringt. Und dann kommen wir zum nächsten Slide. Nämlich hier, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, genau, Wort Fuzzy bedeutet unscharf, Unschärfe und spiegelt die allgegenwärtige Unschärfe an den internationalen Finanzmärkten wider. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn wir denn alle wüssten, wo die Kurse morgen stehen, ja, dann würde an und für sich die ganze Markttheorie nicht mehr funktionieren. Und natürlich auch hier das Ganze absurdum stellen und absurdum, weil es dann hier gar keine Angebot-Nachfrage-Verhältnisse mehr geben würde. Diese Unschärfe spielt allerdings der Fuzzy-Vektorlogik gut in die Karten und es bezieht sich eben hier darauf, dass man mit den Zahlen der internationalen Finanzmärkte eben hier arbeiten kann. Und wie ich schon sagte, gibt es jetzt hier die Fuzzifizierung, so nennt sich das. Und hier wird eine Überführung erfolgt oder dargestellt, die hier sich an den Candlestick-Schrägstrich ursprünglich oder wie der Forex Bull zum Beispiel arbeitet mit den Bar-Charts. Und da geht es eigentlich nur um die vier Eingangsparameter einer Kerze, Barkerze oder Candlesticks. Und da haben wir im Prinzip hier ganz simpel gesagt, Open, High, Low, Close. Ja, das sind die vier Ausgangsdaten, die man nehmen kann, auf die Timeframe XY bezogen, die man nutzen kann, um, ja, Kerzenformationen entstehen zu lassen, beziehungsweise eben unterschiedliche Ausbildungen zu erkennen, die sich auch in einer gewissen Periode durchaus wiederholen können. So, und die Fuzzifizierung vollzieht eben genau das, dass man hier eine Basis nimmt und dann gibt es den Inferenzprozess, Inferenzprozess so rum, und dieser verknüpft diese Variablen mit eben den Regeln der Mustererkennung und stellt dann hier sozusagen eine Wenn-Dann-Regel auf. Also in der Vergangenheit ist das passiert mit diesem und diesem Muster. Dann ist die Folge dessen, zum Beispiel am Tag 1, 2, 3 ist das passiert, am Tag 4 das. So, und das ist genau das, was wir hier bei dem Pattern vom Euro-US-Dollar hatten. Wir hatten hier ein bullisches Pattern. Das sieht man auch hier in dem kleinen Rechteck, das zeigst du gleich an dem Tool selbst, welches hier in der Vergangenheit 379 Mal auftauchte und in 60,2% der Fälle eben einen positiv bullischen Tag mit dem Durchschnitt 0,44% auswarf. Das ist genau das, wo man sagt, hier hat der Forex Bull ein Pattern interessiert sich schon lokalisiert, welches einen positiven Erwartungswert hat. Und dieses jetzt nicht anhand von eben einem Hammer, wie ich immer so schön sage, oder einem Morningstar oder einem bullischen Golfing oder die ganzen anderen Candlestick-Pattern, die es gibt. Nein, der hat praktisch hier einfach Open, High, Low, Close verschiedener, meistens ist es 3, 4 Tage. Ja, kann auch 5 Tage Pattern sein. Während der letzten 18 Jahre auf Tagesbasis wohlbemerkt durchgescannt.
Und hat dann nicht jetzt irgendwelche Hammer oder Umkehr oder Bearish Engulfings wie hier identifiziert, sondern hat einfach gesehen, aha, die Kerzen waren so hoch, die hatten hier und die Körper, Open High und Long Close. Und da gab es eben hier 379 mal eine Folgeerscheinung, die hier tatsächlich etwas Positives herbeigeführt hat. Und der Witz ist an dieses Tool lernt neu dazu. Das heißt, irgendwann fängt es mal an mit einem Pattern, was sich 10-mal wiederholt, mit einem Pattern, was sich 20-mal, ab 10-mal oder besser gesagt schon ab 2-mal taucht das sogar manchmal hier auf. Ich kann auch heute mal das aktuelle Forex Bull rüberziehen, weil hier kleinere Pattern haben. Ich gucke mir immer nur die Tops und die Flops an. So, heute haben wir hier die Yen Pairs zum Beispiel. Ja, sieht man auch hier, wenn man drauf geht, wird es auch kurz beschrieben. Prognosedetails, Zieldatum der Prognose, Prozent, so oft war das Pattern in der Vergangenheit erfolgreich, Anzahl, da, 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 da. Auf jeden Fall hat man hier verschiedene Pattern. Gehen wir mal ein Stück weiter nach unten. Gibt auch da Tage, wo gar nichts ist. Ja, der Euro-Yen, da passiert nichts. Kanadisch, Dollar-Yen, wie sieht es da aus? Auch nichts. Ja, Murphy's Law, jetzt haben wir heute nicht viele Pattern, aber es gibt eben auch Tage, wo sich nichts identifiziert. Schaut, hier haben wir zum Beispiel nur 17 Pattern. Ja. Die aber mit einer hohen Trefferquote daherkommen, um sich hier sozusagen ins Spiel zu bringen. Übrigens wichtig zu merken, und hier haben wir auch die Tage. Ja, Tag 2, 3 sahen so aus und das ist der Tag 4, der hier prognostiziert wird, dass es einen bullischen Tag geben würde, der so aussehen dürfte. Um das nochmal einzufangen, das eben Gesagte, oder das Tool, die Fuzzy-Vektorlogik im Sinne der Fuzzifizierung und der Definition der Daten, wandelt dann praktisch im Inferenzprozess das Ganze um und spiegelt hier in Form einer Kristallkugel, kann man sagen, den kommenden Tag, den bevorstehenden Tag in den Chart. Wie gesagt, es hört sich alles super an, aber es gibt auch Tage, wo die Pattern reihweise daneben liegen. Deswegen muss man eben hier auch Einstiegskriterien finden, wie den Pivot Point, wie einen charttechnischen Ausbruch oder einen Widerstandsdurchbruch, um so ein Stück weit auch noch den Charme zu haben, ob das Pattern wirklich erfolgreich ist. Was ich auch gern mache in dem Zusammenhang, ich nutze gern den Währungsstärkeindikator, weil wenn man hier zum Beispiel sieht, hier ist der Yen heute tendenziell schwach aufgestellt bei den ersten zwei starken Pattern. Ja, und da macht es natürlich auch Sinn, wenn man in der Währungsstärke eine gewisse Yen-Schwäche hat. Ja, wenn der Yen an dem Tag ist, fallen diese Pattern schon mal ohnehin aus, dann dürfte auch der Preis gar nicht versuchen, über den Pivot Point zu steigen und. Aber grundsätzlich hier eben interessant, dass die Vorgehensweise ist. Und man sieht auch hier zum Beispiel, dass das anhand von Barcharts funktioniert. Hinzu kommt beim Forex Bull, dass hier auch die Kanäle, die Regressionsgeraden wichtig sind. Also rein von der Logik her wird auch hier, in dem Fall ja ein bullisches Pattern, auch nur umgesetzt, wenn die Tendenz steigend ist, also die Regressionsgeraden nach oben zeigen. Und jetzt noch hier, es werden auch nur Pattern angezeigt, die über 60-prozentige Trefferquoten haben. Also 59% und tiefer wird es hier nie geben. Was es gibt, sind durchaus Pattern mit einer geringeren Accountzahl. Und hier ist auch Meteorologie bzw. Wetterprognosen oder auch wer Statistik im Studium hatte, der wird wissen, dass man mindestens 30, einen Datensatz von 30 haben sollte, eher noch 300, 3000, 3 Millionen, je höher, desto besser. Aber man braucht einen gewissen Datensatz, um überhaupt eine Relevanz herleiten zu können. Ja? Und in der Klimaforschung auch, Klimatologie, ganz wichtiges Thema, dass man gewisse Wiederholungseffekte hat. So. Und hier ist es zum Beispiel so, dass bei Zahlen ab 30, ab 30 Wiederholungen hat man so eine gewisse Relevanz, die man nehmen kann. Deswegen kommt für mich das Pattern heute zum Beispiel auch überhaupt nicht in Frage, obgleich Euro-Australdollar heute stark ist. Der war aber auch heute Morgen schon stark. Grundsätzlich muss das Pattern hier erst wachsen. Ja, das heißt, wenn hier dann eine Zahl über 30 steht, wird es interessant für mich. Wenn dann auch noch die prozentualen Quoten stimmen, dann ist es wunderbar. Hat man natürlich hier Werte von Pattern, die in den dreistelligen Bereich gehen. Und ja, es gibt auch Werte, die haben 1000 Accountzählung gehabt, also wirklich eine sehr, sehr hohe Wiederholung, desto besser ist es natürlich am Ende des Tages. Ja. So, aber zurück zum Thema. Das ist die Software Forex Bull. Wer da Interesse hat, der kann an support@jfdbrokers.de ruhig mal eine E-Mail schreiben. Ich werde mal mit dem Entwickler sprechen. Ich meine, 14 Tage kostenlos testen kann man sowieso. Aber vielleicht kann man da auch noch irgendwas machen. Habe ich jetzt im Vorfeld nicht geschafft, seht es mir nach, aber ich würde da auf jeden Fall mal nachfragen, dass man es vielleicht länger testen kann. Ansonsten kann man es 14 Tage umsonst testen, das Tool. Aber wie gesagt, das ist einfach ein Prozess und es ist auch kein so aggressives Intraday-Tool, wo man jetzt hier jede Stunde davor sitzen muss, sondern man hat hier immer seine Screen-Kriterien, anhand derer man sich orientiert. Und das kann man dann in der Früh schon machen. Hier gibt es zum Beispiel auch den Early Bird. Ich sprach auch neulich schon davor. Da werden dann hier immer Signale in der Früh ausgespuckt. Hier zum Beispiel 5.42 Uhr hatten wir heute keins. Machen wir mal die klassische Signalübersicht. Haben wir heute auch keine Empfehlung.
Das heißt, da macht das Tool anhand gewisser Parameter Setups. Warum ist jetzt Schweizer Franken Yen zum Beispiel nicht gekommen? In dem Fall sieht man hier, ich sprach ja auch gerade davon, dass man hier die Regressionsgeraden hat, ja, Regressionskanal, und der zeigt abwärts. Genauso beim Schweizer Franken Yen. Hier bullisches Pattern, aber die Regressionsgeraden zeigen abwärts. Somit mal schlecht. Zudem, ich habe es auch schon erwähnt, der Wochentag, der hier noch dazu kommt, beim US-Dollar gegenüber Japanisch-Yen, ihr habt es heute Morgen im Radar gesehen, mega schlecht. Und beim Schweizer Franken-Yen schauen wir uns das auch gleich mal an. Wochentag, da passt es. Also haben wir einen positiven Tag, aber auch nicht der Überflieger. Insofern die Pattern sozusagen raus aus der aus dem Kriterium. Ist gut. Aber fahren wir mal weiter fort, wie es jetzt hier sozusagen mit, jetzt muss ich nochmal das Slide raussuchen, wie es jetzt mit der Fuzzy-Vektorlogik sozusagen weitergeht. Ich denke mal, grundsätzlich, die Software ist jetzt nicht so schwer zu verstehen, aber nochmal zur Definition der Fuzzy-Vektorlogik, wie es so schön heißt. Um es verständlich zu machen, ihr habt ja links unten das kleine Fenster gesehen mit den verschiedenen Barcharts. Ja, und hier sieht man im Allgemeinen ist ein Vektor ein Element, es steht ja da, in einem Vektorraum. Ja. In der Regel werden zwei dreidimensionale Räume, Vektorräume, also oder Koordinatensysteme mit X und Y bezeichnet, behandelt. In diesen Räumen, jetzt schließt sich da eben der Kreis, warum der Forex-Bull so funktioniert, wie er funktioniert. Vergleichbar den zweidimensionalen Chart lassen sich eben genau die Wiederholungseffekte finden. Und es ist im Prinzip hier so, dass es eben, und das denke ich mal, ist auch relativ schnell jetzt auf den Punkt gebracht, mit dem eigenen Lernen und der Pattern-Erkennung eben so, dass er immer wieder durchwandert und immer wieder einen Prozess ausführt, um sozusagen die letzten 18 Jahre durchzuscannen nach bestimmten Mustern, die eben hier wieder Wiederholungseffekte an den Tag gelegt haben. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es hier einfach nur darum geht, Wiederholungseffekte sozusagen zu analysieren, zu thematisieren und damit eine Vorausschau auf den bevorstehenden Tag zu bringen. Es gibt Phasen, da läuft es besser, es gibt Phasen, da läuft es schlechter. Auch gerade im letzten Jahr war die Volatilität so dermaßen schlecht und gering, dass es hier natürlich auch immer schwierig war, gewisse Setups zu schaffen, gewisse Hürden zu überspringen, sozusagen, dass der Trade überhaupt ins Laufen kam. Weil faktisch brauchen wir an den Märkten auch Volatilität. Und da nützt uns auch das beste Pattern der letzten 18 Jahre nichts, wenn der gegenwärtige Markt einfach keine Volatilität aufweist. Das heißt, hier nicht vergessen, man muss auch das Gesamtumfeld ein Stück weit im Auge haben. Ja, auch News sind durchaus wichtig. Was bringt die Zukunft? Haben wir positive oder negative Erwartungshaltung? Also es gibt viele, viele Punkte, wo man sich auch an manchen Tagen zurückhalten muss oder eben wenn jetzt schwache Handelsphasen anstehen, zum Beispiel jetzt eben im Dezember, würde ich jetzt nicht unbedingt aggressiv hier handeln wollen. Am 24.12. oder 25.12. macht er überhaupt keinen Sinn, ja, da groß den Handelshammer zu schwingen, weil die Märkte an sich eben dann hier in einem Modus sind, wo die Big Banks und alle großen Player überhaupt nicht mit am Tisch sitzen. Das heißt, wer sollte denn und warum sollte man denn da überhaupt handeln? Gut. Abschließend eben hier die Erklärung, und ich denke, das habt ihr jetzt auch hoffentlich verstanden. Wenn noch Fragen offen sind, ruhig reinschreiben in den Chat. Der Witz beim Forex-Bull, er sucht ohne Vorgaben eben profitable Pattern-Formationen. Und das ist eben genau das, dass wir hier uns nicht an starren Hammerkerzen oder Hanging-Mangs oder Dojis oder was auch immer orientieren. Nein, wir haben hier im Prinzip einen flexiblen, eine Art Machine-Learning-Effekt, der sucht immer wieder nach den verschiedenen Zeitfenstern, die jeweils eingestellt sind. Forex Bull funktioniert auf Tagesbasis. Ich zeige euch auch gleich noch den Vektor Bull, der das übrigens auf Intraday-Basis macht und in verschiedenen Zeitformen. Aber hier ist es eben so, dass er das Ganze immer wieder auf den Punkt bringt, um hier negative oder aber auch natürlich bullische oder bärische Muster an den Tag zu legen. Und das Grundprinzip ist eben immer gleich, dass die vier Werte, hier steht jetzt Tageswerte, Open, High, Low, Close, aber im Stundenchart sind es eben die Stundenwerte des Stundenhochs, Stundentief, Stundeneröffnungspreis, Stundenschlusspreis. Und das kann man im Prinzip nutzen, um hier ein Stück weit voranzugehen. So, jetzt haben wir hier die Vector Bull Stocks Edition, die es hier auch gibt. Das heißt, die Geschichte gibt es sogar auch auf Aktien. Es ist sehr modular einsetzbar. Man hat hier vielerlei Möglichkeiten der Anwendung. Das macht es auch sehr, sehr interessant. Letztlich ist es aber hier so, dass es beim Vector Bull die Realtime-Version gibt. Und die zeige ich euch jetzt auch gleich mal, bevor wir gleich mit den Charts weitermachen.
So. Schönes Beispiel heute, wie es zum Beispiel auch mal nicht funktionieren kann. Sie sehen hier jetzt praktisch den Vektorbull. Er ist auf die JFD-Daten gemünzt. Vielen Dank auch an den Entwickler. Stefan, hier an der Stelle großes Respekt, dass du jetzt auch hier die JFD-Farben ganz hervorragend gemacht. Wie gesagt, da ist die Überlegung, dass wir das auch in einer gewissen Art und Weise für unsere Kunden darstellen. Also wenn ihr unseren Support anschreibt und ihr seid schon Kunde, da lässt sich da sicherlich noch mehr machen, als wenn ihr einen Support anschreibt und keine Kunden seid. Ansonsten finden wir auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass ihr den Forex-Bull mal testen könnt. Ansonsten hier mit dem Vektorbull eben eine interessante Geschichte, die uns hier mit diesem blauen Pfeil voraussagt anhand der Intraday-Parameter. Und ihr seht hier die Timeframes. Das geht bis in den 5-Minuten-Chart zurück. Man kann aber auch hier den 4-Stunden-Chart oder den Tageschart adjustieren. Gehen wir mal auf den Daily. Da geht er allerdings nicht so weit zurück. Ich gerade sehe, er geht jetzt gerade nur ein Jahr zurück. Aber hier sieht er, oder besser gesagt, zeigt er den Daily-Chart an, der den Euro-US-Dollar hier bis Ende Januar eher dann doch schwächer sieht. Den 4-Stunden-Chart bezogen. Aber ich sehe gerade, der rechnet nur die Jahre 2017 durch. Gefällt mir nicht so. Normalerweise haben wir hier die Datenbasis ab 2008, 2009 gehabt. Also auch hier, je mehr Daten vorliegen, desto besser ist das Ganze. Ja? Muss ich jetzt mal checken, warum die Historie, man sieht es hier, wo er anfängt, da fängt am 01.01.2017 an. Deswegen rechnet er jetzt hier auch sehr schnell durch. Normalerweise dauert das wesentlich länger. Und Tatsache ist aber auch hier, dass er das gleiche Prinzip vollzieht. Ihr habt es also hier gesehen, die einzelnen Barkerzen, die er hier in dem Realtime-Tool nimmt, um auch hier dann sozusagen nicht nur so ein Pattern vorauszuwerfen, sondern sogar einen theoretischen Verlauf spiegelt. Ja? Also mit diesem blauen Pfeil, der sich jetzt ja gleich in den Chart zaubert, hat man sozusagen die Möglichkeit, wie so eine Schablone den Preisverlauf zu sehen, der sich entwickeln könnte, anhand der Entwicklung von, jetzt rechnet er hier im 15-Minuten-Chart schon ein bisschen langsamer, und ich habe auch durchaus eine Maschine als Rechner, aber ihr seht, das braucht ganz schön. Aber man kann eben hier dann damit, mit derselben Logik sozusagen, dann aber auch auf die einzelnen Timeframes hier sozusagen den Verlauf vorzeichnen. Das heißt nicht, dass der Preis sich daran hält, aber das ist die Tendenz, die sich hier aufgrund der in der Vergangenheit liegenden Daten ableiten lässt. Hinzu kommt bei diesem Realtime-Intraday-Tool, dass man hier die Saisonalität, also die Wochentagsstärke zum Beispiel, die ich ja hier in dem Forex-Bull habe, die spielt hier automatisch schon mit rein. Also das heißt, starke, schwache Wochentage geben hier dann sozusagen dem Ganzen mehr eine Neigung gen Norden, wenn es bullisch ist, oder mehr eine Neigung gen Süden, wenn es bärisch ist. Das heißt, man hat hier sozusagen auch ein Stück weit ein Justierungstool sozusagen, was das Ganze nochmal unterstreicht. Also hier kommen die saisonalen Effekte mit rein, neben der Fuzzy-Vektor-Logik, ein All-in-One-Paket sozusagen. Gut, doch das Prinzip von Open High Low Close entspricht ja irgendwie einer Kerzenformation. Ja, das stimmt, natürlich, Wolfgang an der Stelle, natürlich entspricht das den Kerzenformationen, aber es ist eben hier nicht eine einzelne Kerze oder zwei, sondern hier kommt es immer darauf an, dass mehrere Kerzen in der Folge sozusagen ihre Tendenz aufweisen. Und wie man jetzt hier zum Beispiel sieht beim Euro-US-Dollar 15-Minuten-Chart, heute Morgen in der Asia-Session eher so seitwärts, und dann kam es aber hier zu der großen Diskrepanz. Das heißt, mit Beginn der Europe-Session, mit der Londoner-Session hier, hätte sich der Preis rein von der FTSE-Vektorlogik eher schwächer entwickeln sollen, hat sich aber nach oben entwickelt. Hier gibt es noch die Möglichkeit, dass man hier so eine Art Adjustierung vornimmt. Ja, ich klicke mal drauf, dann schiebt sich der Preis jeweils dann zu dem Niveau der gegenwärtigen Preisbewegung. Dann hat man hier sozusagen einen Ansatzpunkt. Das finde ich aber so ein bisschen Maukelei, weil grundsätzlich muss man sagen, das Pattern wurde hier in der Nacht generiert, und das ist das Pattern, worauf ich mich sozusagen verlassen würde, und entweder der Preis folgt diesem oder nicht. Was ich hier in dem Zusammenhang gern mache, ihr werdet das wissen, das Rainbow Trading ist ja etwas, was auch hier der CEO von JFD Brokers, Lars Gottwig, sozusagen mit nach Deutschland gebracht hat. Das Rainbow Trading ist ja ein klassisches Trend-Trading mit den multiplen kleinen Durchschnitten. Und eine hervorragende Geschichte ist es eben, wenn man hier sozusagen einen Fuzzy-Vektor-Logik-Vorteil entweder anhand des Real-Time-Tools hier vom Vektorbull hat oder aber mit dem Forex-Bull sozusagen eine Prognose hat, die hier statistisch einen Vorteil bringt. Und dann hat man, wenn es halt gut kommt am Ende des Tages, die Möglichkeit mit einem solchen Setup, und da zeige ich euch eben auch hier jetzt mal gerade den Chart von dem Slide, wo ich habe, ja, hier zum Beispiel der Forex,
der Vektor wohl eine schwache Tendenz ausgeworfen. Schon in der Nacht war die Tendenz die, dass es wohl weiter fallende Preise geben wird. Wir sehen auch hier, der Preisverlauf selber entwickelt sich ja nach unten. Hier die blaue Tendenz dessen, was sozusagen vom Markt erwartet wurde. Und dann kommt jetzt hier der Rainbow Chart, hier aus dem MetaTrader 4 heraus. Hier die Rainbows oben, hier Candlestick, hier Asia Session. Und die Tendenz war eben die, okay, es wird wohl statistisch gesehen weiter fallende Preise geben. Und ihr seht das hier sehr schön. Rainbow sagt fallender Trend, Statistik sagt fallender Trend. Und insofern kann man hier in Anführungszeichen neue Tiefs sozusagen verkaufen, shorten, um an dieser möglichen Schwäche zu partizipieren. Kein Mensch weiß, ob es sich wirklich so durchsetzt, ob die Schwäche wirklich so reinknallt, ob der Markt wirklich in diese Fähren abrutscht. Aber wenn es denn so kommt, hat man hier sozusagen den kleinen, aber feinen statistischen Vorteil, dies eben für sich nutzen zu können. Und mit einer Trendstärke-Indikation, wie zum Beispiel dem Rainbow, kann man eben hier dann unterstützend diese statistischen Pattern anwenden. So. Und da wären wir jetzt praktisch hier genau bei diesem Vektorbull. Schön wäre es ja gewesen, wenn ich heute schon Beispiele gehabt hätte, wo der Markt letztlich buchstäblich genau in die Richtung läuft, die man sich wünscht. Aber wie eben schon gesagt, man ist ja hier eben nicht in einem Wunschkonzert. Deswegen muss man sich natürlich immer dem hingeben, was einem der Markt sozusagen vorlegt. Gut, und hier hat er im Prinzip heute nicht das getan, was er anhand der Statistik hätte tun sollen, aber tendenziell mal abwarten, wie der Tag noch ausgeht. So, ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Wenn jetzt noch Fragen sind, einfach mal den Chat nutzen, um hier die ein oder andere mögliche Frage nochmal aufzunehmen, wenn da was offen geblieben sein sollte. Aber ich denke, oder ich hoffe vielmehr, dass ich es nicht zu kompliziert erklärt habe, beziehungsweise ein Stück weit vermitteln konnte, worum es ging. Weil ein Hexenwerk ist es im Prinzip ja nicht, weil man sich hier einfach eine gewisse Orientierung am Markt sucht. Ja? Und immer wieder am Ende des Tages entscheidet Chance-Risiko oder entscheiden Chance-Risiko-Verhältnisse. Ja, das ist auch hier, das habe ich heute im Stream auch schön gesehen, der Herr, der den US-Dollar-Yen-Trade hier ganz gut fand von heute Morgen. Da gehen wir direkt mal in den US-Dollar-Yen-Live-Chart. So. Da haben wir es. Das ist der Tagesschart. Kann aber jetzt auch, könnte ein Stundenchart sein oder was auch immer. Übrigens, die FTSE-Vektorlogik war ja heute bullisch beim US-Dollar. Ich hatte es angesprochen, aber im Beitrag nicht gezeigt. Aber das ist natürlich hier ein interessantes Setting. Ja? Wenn man eben sieht, man hat hier ein Support-Level. Ich habe es heute beim Devisenradar erläutert. Man hat ein Support-Level. Man hat also ein entsprechendes Risiko. Wenn der Support gebrochen wird, dann ist das Setup dahin. Aber auf der Gegenseite, wenn sich hier wirklich ein Boden bildet und der Markt auftritt, hat man hier wirklich die Chance auf der Oberseite, ob das nun jetzt hier wirklich hier ein Move in Richtung 1,52% Bewegung nach oben wird, das sei mal dahingestellt, aber man hat zumindest dem Risiko gegenüber eine enorme Chance. Und wenn man das sozusagen nutzen kann, um an den Märkten zu agieren, dann kann man auch genau das nutzen, um hier mit dem Forex und Vektorbull zu agieren. Überdies hat man hier die Möglichkeit, sich auch verschiedene Kristallkugeln sozusagen zusammenzustellen, so will ich es mal nennen. Und was auch immer ganz interessant ist, das hatte ich früher im, gehen wir jetzt hier auf Forex, im Stream dargestellt. Ein oder andere wird es kennen. Da gibt es im Prinzip hier auch morgendliche Prognosen, die sich hier anhand der Währung, der primären Währung sozusagen darstellen. Und dann hat man auch hier immer wieder auch schon eine gewisse Tendenz für Preisbewegung. Wie wir aber auch gesehen haben, gerade auch beim, das ist ganz interessant, beim Intraday-Tool von Euro-US-Dollar, heute hier eher die bärische Tendenz, die Ansage, heute also hier eher so, dass die Bären das Ganze dominieren. Letztlich kam es am Ende des Tages anders. Und da will ich jetzt natürlich hier die Fantasie nicht rauben, dass man hier mit diesem Tool auch durchaus partizipieren kann. Aber mit der FTSE-Vektorlogik hat man im Prinzip ein Hilfsmittel an der Hand, was andere in Form von dem klassischen Rainbow nehmen oder vom Ichimoku-Indikator oder von der Markttechnik. Letztlich hat man hier ein statistisches Tool, was einem hier ein Stück weit die Hand reicht. Fällt mir gerade ein, was ich unter Umständen auch noch nicht erwähnt habe, ist hier sozusagen eine Grafik, die in dem Chart ja durchaus auffällig ist. Und zwar ist das hier sind das hier diese gelben Balken sozusagen. Ja, hat jetzt für die FTSE-Vektorlogik-Tagesanalyse jetzt noch nicht mal die Riesenrelevanz, aber das ist praktisch hier die ADX-Chance, der ADX-Indikator sozusagen. Also das
Der ATX selber misst ja gewisse Trennstärke, ja, und zeigt auch hier schön Überhitzungsphasen an, wenn sie denn kommen. Suchen wir uns mal hier zum Beispiel Gold. Moment, XAUS-Dollar. Schönes Beispiel. Läuft ja zurzeit mega heiß, ja, und bei Werten über 60 sagt der ATX zum Beispiel, ha, hier könnte es heiß werden, wie zum Beispiel hier oben, ja, eine Trendumkehr könnte anstehen. Könnte anstehen. Das heißt nie, dass es passiert. Hier war auch der Punkt, starke Abwärtsbewegung. ATX ging über 60. Dann hatte man plötzlich hier auch die Chance einzusteigen. Wir sehen aber jetzt hier im Zuge der aktuell laufenden Rallye beim Goldpreis, muss man ja schon fast sagen, dass hier die Überhitzung deutlich nach oben ging und hier eine wirklich große Korrektur nach unten noch nicht erfolgte. Also das hier ist praktisch auch ein ATX-Tool. Da gibt es auch hier die ATX-Liste, die dann auch immer Werte anzeigt, die hier über 60 notieren bzw. in ein gewisses Extrema laufen, um hier gegebenenfalls eine Umkehrchance zu erwischen. Da hat man dann auch noch ein Pattern dazu an dem jeweiligen Tag. Dann erhöht sich statistisch gesehen möglicherweise die Wahrscheinlichkeit, hier einen Treffer zu landen. Ja, das nochmal zur Erklärung. Überdies kann man auch hier einen Handelssystemmodus anschalten. Da braucht man dann aber auch noch eine geupgradete Version. Ich weiß, der Thomas Bob, ein guter Kollege von mir, auch bei der VDAD, wir kennen es schon viele, viele Jahre, vielleicht kennt der ein oder andere von euch ihn auch, der arbeitet ja auch schon lange mit den Seasonal Tools, mit Seasonal Pattern und hat auch den Forex Bull schon lange, lange Zeit in der Mache und der hat hier ganz, ganz tolle Handelssysteme auch entwickelt, die sich auch mit diesem Tool ableiten lassen. Also es ist viel mehr als einfach nur so eine Software, die ausspuckt, sondern es ist eben auch ein Tool, mit dem man arbeiten kann, aber mit dem man sich auch beschäftigen muss. Ja, das ist auch wie an den Märkten, nach dem Motto, ich gehe mal hier ins Spielcasino und gehe jetzt mal long und gehe mal short und schau mal, ob ich richtig liege. Oder aber ich beschäftige mich mit der Thematik, befasse mich auch mit dem Universum drumherum und versuche im Zuge dessen eben hier meinen Ansatz, meinen Erfolg zu finden. Und das ist eben mehr als einfach nur Zahlen. Long und Short zu traden, sondern eben auch hier mit gewissen Parametern, Ansätzen, Vorgehensweisen und eben auch Taktiken am Markt zu agieren. So, Matthias, du fragst gerade, ob das war das das Realtime-Tool im Forex oder Vector Bull? Kurze Frage. Also das ist praktisch hier der Forex Bull. Ja, das ist das End-of-Day-Tool, so will ich es mal nennen, also auf Tagesbasis. Jeden Morgen zwischen, also 5:30 Uhr spätestens, kommen die Early Bird-News raus, also zum leichten Ausklang der Asia-Session. Das ist natürlich für die Yen-Pairs ein bisschen unglücklich, weil der Yen ja in der Nacht schon aus dem asiatisch-pazifischen Raum schon anständig gehandelt wird. Aber zur European Session, zur Londoner Session geht es natürlich dann auch mit dem größten Volumen weiter. Und insofern ganz interessant. Und das hier der Forex Bull und der Vector Bull ist dann praktisch dieses Tool hier, der das Ganze dann sozusagen auf Intraday-Basis münzt. So, wir sehen jetzt hier Euro-US-Dollar schön nach oben gelaufen. Dann jetzt gab es hier den kleinen Dip, wenn wir das mal nochmal adjustieren. Entschuldigung, verkehrten Knopf gedrückt. Das passiert selbst mir. Passt da auf, wenn er long oder short geht oder wollt und dann drückt er denselben verkehrten Button, wäre es denkbar schlecht. Der sagt jetzt voraus, also anhand der aktuellen Adjustierung des heutigen FTSE-Vektor-Logik-Verlaufs, dass wir jetzt hier, wenn die Amerikaner dazukommen, eigentlich bis zum Ausklang des Tages wieder steigende Preise erleben könnten. Also Euro-US-Dollar sollte sich tendenziell eigentlich weiter nach oben bewegen für den weiteren Handelsverlauf. Und das, obwohl hier, wir haben es jetzt wie gesagt adjustiert, jetzt generieren wir es wieder, obwohl eigentlich der Markt eher schwächer gesehen wurde, wie wir das anhand des Forex Bulls ja auch hier schon, Moment, wo ist das? Dahin. Hier auch heute schon haben abgelesen. Ja. Also es ist immer ein Abwägen der Möglichkeiten, ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten, wie es so schön heißt. Und im Zuge der Analyse der Daten des Finanzsalates, so will ich es mal sagen, haben wir hier eben die komfortable Möglichkeit, uns da so ein Stück weit im Nirvana der Finanzmärkte zurechtzufinden. Okay, liebe Leute, dann haben wir es im Prinzip heute schon geschafft für das JFD-Devisen. Da hätte ich fast gesagt, Fauxpas für den JFD-Workshop an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Anregungen, Feedback, bitte gern an unseren Support, damit wir da auch wissen, was wir euch noch Gutes tun können. Hey, Ottmar ist auch dazu gestoßen. Freut mich. Ja, das Webinar ist aufgezeichnet worden.
Ich werde es auch hochladen. Im Übrigen werden wir unsere YouTube-Struktur da auch noch ein Stück weit anpassen. Also Workshops und Live-Events, da haben wir jetzt doch schon auch einige gesammelt. Die müssen wir auch jetzt hier ein Stück weit komprimieren und filtern, sodass man dann auch mal einen schönen Overview hat, welche Webinare wo zu finden sind. Und das heutige Webinar zur Fuzzy-Vektorlogik, das ist auch zu finden. Ja, ich hoffe, ich konnte es euch in einer gewissen Art und Weise verständlich rüberbringen, wie das Tool so funktioniert, was ich da so mache, was ich mir anschaue. Wenn ihr das live verfolgen wollt, ihr wisst es, das JFD-Devisenradar kommt jeden Tag 9:30 Uhr. Da schaue ich auch jeden Tag hier auf das Tool, auf den Forex Bull, ob es hier Signale gibt, ob es hier Möglichkeiten gibt, die für mich interessant sind, euch vorzustellen. Und wie ihr auch schon gesagt, am 10.01. hatten wir hier mit Euro-US-Dollar eine Bravour-Lösung, beziehungsweise ein Bravour-Trade, der sich hier dann in reinster Art und Weise hier durchsetzte. Und insofern einfach mal drauf lauern und abwarten, was sich da so in der nächsten Zeit noch filtern lässt und was ich euch da sozusagen darbiete. Wie gesagt, einige Unternehmensnews haben wir auch noch. Das kommt dann in der nächsten Woche. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute dabei wart. Dann würde ich es so langsam beenden. Die volle Stunde, die angesetzt war, haben wir dann praktisch nicht gebraucht. Könnt ihr euch jetzt noch bei einem Kaffee oder Tee noch in den Nachmittag hingeben, in den Freitagsausklang schon mal Energie fürs Wochenende sammeln. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr uns treu bleibt bei JFD. Uns auf Herz und Nieren prüft. Wir sind, wie gesagt, Just Fair and Direct. Und das ist auch kein Marketingspruch, sondern die Realität schlechthin. Und insofern, meine lieben Leute, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, die ihr mit mir geteilt habt. Hoffe, ich konnte euch hier zum Jahresstart ein Stück weit was mitgeben. Am 30.01. nochmal kurze Info, haben wir auch hier den Live-Event mit Markus Klebe. Der wird auch in der Zukunft hier bei JFD noch eine Rolle spielen. Also, wenn ihr ihn kennenlernen wollt, liebe Leute, schaut hier rein. Da haben wir nämlich hier unseren Live-Event am 30.01. Und wer weiß, vielleicht habe ich da auch das ein oder andere Pattern der Fuzzy-Vektorlogik am Morgen am Start, um euch zu zeigen, was es hier vielleicht intraday abzugreifen gibt. Okay, liebe Leute, dann sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, wünsche euch vorab ein schönes Wochenende, beste Grüße, Chris Kämmerer hier und auf bald in diesem Sinne und in diesem Sinne, ciao dabei.